gleich ist es soweit. Zum Jahreswechsel schalten wir in die Residenz seiner Majestät. Herrstein, wer kommt denn jetzt? Majestät, zu uns kommen nun zwei Magier und Illusionisten, die mit ihren großartigen Shows ganze Hallen füllen. Die Ehrlich Brothers. Vielleicht ist this your magic. Vielleicht ist nur ein Schmerz. Schauen uns das genau an. Ah, ja, servus, ja. Hallo. Servus. Hallo. Es ist so ungewohnt, dass wir eine neue Sprache erlernen mussten, was wir gerne getan haben. Aber wir sind noch Anfänger in der Ansprache eines Kaisers. Ja, und für uns ist auch etwas Neues. Wir haben da noch nie jemanden mit solchen Frisuren da sitzen. Geht, oder? Eure Majestät, eure Sendung ist sehr inspirierend. Ich habe backstage, also hinter der Bühne, schon vor 5 Minuten den ersten Zaubertrick aufgeführt. Wirklich? Ja, ich habe mir einen Traktorführerschein herbeigezaubert. Jetzt werden wir auch mal einen Zaubertrick herzeigen. Danke. Ja? Husch, weg! Mega! Herzeigen. Weg! Ja. Ja! Phänomenal. Husch, weg! Was beult sich da aus in der Tasche da? Psst, jetzt ist, ach so, okay. Das ist... Das hat er von Natur aus. Wie viel ist in Österreich überzüchtet? Als wir das letzte Mal einen Zauberer gesehen haben, hat er einen Frack getragen, einen Zylinder. Ne? Naja, wir stehen für eine neue Generation der Magie. Also es hat alles einen sehr neuen, nie dagewesenen Anstrich. Mhm. Können wir uns da was anschauen, Sie einverstanden? Aber sehr gerne, Majestät. Hofelstelle, bitte. Ja, sie fliegen. Sie fliegen mit einem Auto. Und dann... Na, servus. Servus. Das ganze Gas, was ich da rausblasen, da kann man St. Pölten damit harzen. Erzählen Sie ein bisschen, was der Geheimdienst über die herausgefunden hat. Nun, Majestät, die beiden Herren sind tatsächlich Brüder. Sie zaubern schon seit Kindesbeinen an. Ehrlich ist ein Künstlername. Sie führen mittlerweile ein mittelständisches Unternehmen mit rund 30 Mitarbeitern und entwickeln ihre Shows über Jahre hinweg. Aha. Wann ist das Ganze professionell geworden? Tatsächlich im Jahre 2001. Mhm. Ja, ich habe Mathematik und Sport studiert und bei uns in unserem Land gab es auf jeden Fall viele, die das gemacht haben. Und ich habe dieses Studium mit Zauberei finanziert. Ja, und es hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich dann gesagt habe, ich möchte daraus eine Berufung, eine Profession machen. Und er ist einfach im Rückenwind. Nee, er ist 4 Jahre jünger und er war zu dem Zeitpunkt in Frankreich und suchte Anschluss und rief mich an und sagte, du, die verstehen mich hier nicht. Da habe ich gesagt, du musst Französisch reden. Und dann habe ich ihm Kunststücke geschickt, damit er so leichter in Kontakt treten Mickey kann. Mickey Medels, habe ich ein bisschen gezaubert. Genau. Und dann kam er nach Hause und hat gesagt, das mache ich jetzt auch. Aha. Naja, vielleicht, wenn er wieder nach Paris fährt, ne? Einfach sagen, nous rendez-vous dans la pissoir avec tous les autres. Oui, oui. Je veux mon croissant. Oui.
Jetzt sieht man erst den Schuh, den er da hat. Sag's einmal, verdient man nichts als Zauberer? Naja, wir geben alles in die Zaubertricks aus. Und wir haben wirklich, ich meine, 30 Angestellte sind zu zahlen. Ne? Also wir haben uns überlegt, als Kaiser ist doch das Wichtigste, dass die Untertanen glücklich sind, oder? Ja, das ist richtig. Ja, und ich glaube, ich meine, bei euch ist es so, ihr habt die glücklichsten Untertanen. Ja. Aber vielleicht ist ja bei manch einem noch so ein ganz bisschen Luft nach oben. Wir können einfach mal fragen, gibt es irgendeine Person hier, die sich unterbezahlt fühlt? Ganz leicht. Exzellent Seifenstein, ich weiß nicht, hättet ihr auch irgendwie einen Geldschein oder so, ein bisschen Startkapital? Ich habe jetzt nichts dabei. Aufgrund meiner Unterbezahltheit bestenfalls einen kleinen. Ja, das ist ein Anfang. 5 Euro? Ja, das ist doch super. Herzlichen Dank, Bitte Eure Exzellenz. So. Wir können das groß hier in diesem modernen Kameramedium aufzeichnen, dass auch die Zuschauer zu Hause das sehr gut mitverfolgen können. Soll ich es in die Kamera zeigen? Ja, okay, alles klar. Los geht's. Gut zuschauen. Ärmel hochgekrempelt, Slow Motion, los geht's. Die Farbe verändert sich und das ist das Kunststück, was wir auch jeden Abend bei uns in der Show aufführen, mit geliehenen Geldscheinen, wir vermehren sie. Kein Wunder, dass Sie die 30 Angestellte leisten können. Macht sie was anderes als Zauberei auch? Naja, in unserer Show gibt es auch viel Pyrotechnik zu sehen. Meine Wenigkeit ist Pyrotechniker auch. Pyromane, aber staatlich geprüft, weil wirklich LKWs voller Pyrotechnik mitfahren und verschiedene Leidenschaften. Musik spielt eine Rolle. Musik wird gezeichnet in der Show. Ja. Haben wir da vielleicht ein Beispiel dafür, Seifenstein? Sehr wohl, Majestät, es gibt ein Album, das Flash the Magic Album heißt. Hofbildstelle, bitte. Aus. Was da fehlt, sind Ziehharmonikas. Und er ist schon am richtigen Weg. Mit verständlicher Text ist auch wichtig. Ja, natürlich. Irgendwas mit Bergbaum-Bumm gehört da noch rein. Dazwischen ist auch wurscht. Der Bergbaum-Bumm. Berg der Führerschein. Amadeus Award ist sicher. Wo war Ihr größter Auftritt, der größte Erfolg, den Sie gehabt haben bis jetzt? Oh, wir sind vom heutigen König von England aufgetreten. Was? Ist kein Vergleich mit Eurer Majestät. Also das ist richtig. Haben wir da Material, Seifenstein? Majestät, allem Anschein nach war King Charles sehr begeistert und bedankte sich artig, Hofbildstelle. Sind Sie sich sicher, dass das der Richtige war? Er schaut ein bisschen aus wie in einem Wachsfigurenkabinett. Bruder, der redet über dich. Ja, genau, weil wir meinen nicht den Charles, wir meinen Sie beide. Nein, das war auf jeden Fall der Echte. Und wenn Eure Majestät nach einmaligen Erlebnissen fragt, es gab den Guinness World Record, wo über 40.000 Menschen ins Stadion gekommen sind. Ja. Zu unserer Show und wir lieben einfach die große Show. Und gut, also wenn Sie schon mal für einen König gezaubert haben, dann können wir jetzt eine Stufe höher gehen, aber für einen Kaiser. So, natürlich. Wir würden wahnsinnig gerne ins Jahr 2023 reisen. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, um zu schauen, was da jetzt noch auf uns zukommt, damit wir alles in die Wege leiten können, damit unser Volk nicht so leidet. Gut, welches Datum? Das suche ich mir dann unterwegs aus. Spontan, okay. Ja, geht das? 4. und 5. 2. Stadthalle Wien, wie gesagt, da können Sie auch... Na, vielleicht ein bisschen später. Ja, alles klar, okay. Alles klar. Ja, dann brauchen wir den Ehrlich Brothers Zaubermantel. Ich weiß, die wollen tatsächlich ins
irgendwo hin in die Zukunft reisen, das ist doch bestimmt gefährlich. Ja, darf ich dann, aber irgendjemand muss das für unser Volk machen. Also schön, Biedermeier. Dann was müssen wir jetzt machen? Wir haben es noch nie probiert, wie gesagt. Das ist ein Spezialumhang. Wir stellen den erstmal ganz kurz hier einmal ab. Vielleicht bevor es jetzt wirklich losgeht. Vielleicht verabschiedet eure Majestät. Kommt ihr doch vielleicht einfach einmal hier hin und einfach nochmal die rechte Hand so einmal schon mal. Wiederschauen. So macht man das hier. Wiedersehen. Ganz wichtig, die Seite muss natürlich auch noch einmal verabschiedet werden. Hier. Wiedersehen. So, und jetzt? Jetzt ist es wichtig, diese Teleportierhaltung einzunehmen. Das ist also ungefähr so ein ganz bisschen in die... So ein bisschen angackt. Genau. Ich wollte es nicht so sagen. Naja, das ist die typische österreichische Haltung, wenn einem was drückt. Ne? Ich hoffe, es drückt gleich nicht unterwegs. Jetzt kommt der Zaubermantel und Eure Majestät, jetzt werdet ihr in ein anderes Zeitalter teleportiert. So. Und zwar, mal schauen, eigentlich... Warte. Da ist schon der Kopf auch. Da ist er weg. Jetzt eure Exzellenz. Wollt ihr hinterher? Jetzt? Irgendjemand muss hier für Ordnung sorgen. Sind Sie sicher, dass Majestät gesund wiederkommt? Nein. Können Sie, während Majestät weg ist, vielleicht dem Publikum irgendetwas vorzaubern? Wollt ihr was sehen? Okay. Er streckt mal die Hände nach vorne aus. Genau. Jetzt kommt die Magie. Lasst die Finger aufeinander zu zeigen. Daumen nach unten. Auch zu Hause. Ganz wichtig. Daumen nach unten. Mit der einen Hand umgreift ihr die Finger der anderen. Richtig schön hochhalten. Richtig festnehmen und schön nach oben nehmen. Und jetzt dreht ihr die Finger so weit es geht nach unten. Also bis hierhin geht's. So. Habt ihr es? Tut schon weh? Nee, noch nicht? Dann noch weiter. Da, wo es weh tut, gibt ihr der Hand einen Ruck. Eins, zwei, zweieinhalb, drei. Wollt ihr wissen, wie es geht? Mit Gewalt. Es war ärgstens Seifenstein. Da war... Und dann haben wir... Also, es wird nicht so schlimm. Außer für ein paar Politiker, die vielleicht in so... Also, die haben einen anderen Wohnsitz dann. Verstehe, Majestät. Das heißt, der Mantel funktioniert. Es hat absolut funktioniert, nicht nur das. Dann nehmen wir den mit. Sondern wir haben jetzt auch zaubern gelernt. Oh, okay. Ja, wir können zum Beispiel jetzt auch den Hof statt Herr zaubern. Oh, hab kein Problem. Tatsächlich, Majestät. Ja, richtig, dann warte mal. Husch. Ich weiß genau, was du am 24. März gemacht haben wirst. Also, ausgeschammtes Luder. Über das reden wir noch am 25. März. Also, Seifenstein, wie lange noch bis Silvester? Nur noch wenige Momente, Majestät. Dann zählen Sie runter, Seifenstein. Zu Befehl, Majestät. Angeführt von unserem lieben Kaiser schreiten wir nun alle gemeinsam ins neue Jahr. Und zwar in 10, 9, 8, 7, 6,